Drei deck ich gut ab, ohne mich zu bewegen. Der erste Kaffeebaum wurde in Arabien gefunden. Genauer in der Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens. Und das heutige Al-Muka bzw. Mokka im Jemen war im 15. Jahrhundert der erste wichtige Umschlagplatz für die Kaffeebohnen. Der Kaffee ist nun einmal ein Bedürfnis geworden und man kann ihm seine Wohltätigkeit nicht absprechen. Der Kaffeegenuss fand im damaligen Leipzig, wie auch andernorts, nicht nur zustimmende Verbreitung, sondern auch Widerstand von Kreisen, die am Biergenuss breiter Bevölkerungskreise, nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen, sehr interessiert waren. Teilweise soll das Kaffeetrinken auf Befehl des einen oder anderen deutschen Herrschers bei Strafe sogar verboten gewesen sein und durch herumschleichende Kaffeeriecher kontrolliert worden sein. Haben wir schon wieder einen erwischt? Ha, was steht da? Ei, Salonstern, Motes et Robes? Das überkleben wir als Ganze. Aber der Name könnte doch bleiben, dass man weiß, was das für ein Geschäft ist. Gewährt, das machen wir so. Drei junge Burschen mit einer Leiter, Papierstreifen und Klebestoff bewaffnet ziehen durch die Vorstadt. Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit, erste Akt, achte Szene. Einer verklebt das Ladenschild. Salo Stern Mode. So gehört sich's. Das ist Deutsch. Geh mal weiter. Boah, schaut's her. Was ist denn das? Patefon? Ist das gar Französisch? Nein, das ist Lateinisch. Das darf bleiben. Aha. Ja, aber was ist denn das? Ha? Da schau ich ja. Da steht ja Café Westminster. Mir scheint, das ist gar eine englische Bezeichnung. Ach, das muss weg, also ganzer. Du, lasst sich aber das nur im Einverständnis machen. Das ist ein Kaffeehaus. Das ist die Sprache des Erbfeindes! Des heimtückischen Verräters! Des Treubrüchigen am Po! Jawohl! Der Verräter war unser Erbfeind! Unser Erbfeind, der was uns die Treue gebrochen hat! Am Po! Am Po! Also ich habe ja einen Fischzorn in mir. Morgen muss der Bezirk von alle Fremdwörter gereinigt sein. Wo ich noch eins erwische, dem Reis ist beschlossen. Geh mal! Jetzt heißt es Revolution und patriotische Aktion, die wir einmal integriert haben, adobre konsequent durchführen. Legitimiert euch einfach als interimistische Volonteure der provisorischen Zentralkommission des Exekutivkomitees der Liga zum Generalboykott für Fremdwörter. Adio!